Kapitel 67, die Souveränität. Segensreich ist derjenige, in dessen Hand die Herrschaft ist, und er hat zu allem die Macht. Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und er ist der Allmächtige und Allvergebende. Er, der sieben Himmel in Schichten übereinander erschaffen hat. Du kannst in der Schöpfung des Alabamas keine Ungesetzmäßigkeit sehen. Wende den Blick zurück. Siehst du irgendwelche Risse? Hierauf wende den Blick wiederholt zurück. Der Blick wird zu dir erfolglos und ermüdet zurückkehren. Wir haben ja den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und haben sie zu Wurfgeschossen gegen die Satane gemacht. Und bereitet haben wir für sie die Strafe der Feuerglut. Und für diejenigen, die ihren Herrn verleugnen, wird es die Strafe der Hölle geben, ein schlimmer Ausgang. Wenn sie hineingeworfen werden, hören sie von ihr stoßweises Aufheulen, während sie brodelt. Beinahe würde sie vor Grimm bersten. Jedes Mal, wenn eine Schar hineingeworfen wird, werden ihre Wärter sie fragen, ist zu euch denn kein Warner gekommen? Sie werden sagen, ja doch, zu uns kam bereits ein Warner. Aber wir haben ihn der Lüge bezichtigt und gesagt, Allah hat nichts offenbart, ihr befindet euch nur in großem Irrtum. Und sie werden sagen, hätten wir nur gehört und begriffen, wären wir nun nicht unter den Insassen der Feuerglut. So werden sie ihre Sünde bekennen. Weit weg darum mit den Insassen der Feuerglut. Gewiss, diejenigen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten, für sie wird es Vergebung und großen Lohn geben. Haltet eure Worte geheim oder äußert sie laut vernehmbar, gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Sollte denn derjenige, der erschaffen hat, nicht Bescheid wissen? Und er ist der Feinfühlige und Allkundige. Er ist es, der euch die Erde fügsam gemacht hat. So geht auf ihrem Rücken einher und esst von dem, womit er euch versorgt. Und zu ihm wird die Auferstehung sein. Glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein, dass wer im Himmel ist, die Erde mit euch versinken lässt, so dass sie sich dann hin und her bewegt? Oder glaubt ihr euch in Sicherheit davor, dass wer im Himmel ist, gegen euch einen Sturm von Steinchen sendet? Dann werdet ihr noch erfahren, wie meine Warnung ist. Auch diejenigen, die vor ihnen waren, haben bereits die Gesandten der Lüge bezichtigt. Wie war da meine Missbilligung? Sehen sie denn nicht auf die Vögel über ihnen, wie sie ihre Flügel ausgebreitet halten und einziehen? Nur der Allerbarmer hält sie. Gewiss, er sieht alles wohl. Oder wer ist denn dieser, der euch eine Herrscher wäre, die euch helfen sollte, außer dem Allerbarmer? Die Ungläubigen befinden sich nur im Trug. Oder wer ist denn dieser, der euch versorgen sollte, wenn er seine Versorgung zurückhält? Aber nein. Sie fahren weiter in Auflehnung und Abneigung. Ist denn jemand, der, auf sein Gesicht gestürzt, einhergeht, eher recht geleitet, oder jemand, der aufrecht auf einem geraden Weg einhergeht? Sag, er ist es, der euch hat entstehen lassen und euch Gehör, Augenlicht und Herzen gemacht hat. Wie wenig ihr dankbar seid. Sag, er ist es, der euch auf der Erde an Zahl hat anwachsen lassen, und zu ihm werdet ihr versammelt werden. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid?
Sag, nur Allah weiß darüber Bescheid. Und ich bin nur ein deutlicher Warner. Wenn sie es aber nahe bei sich sehen, dann werden die Gesichter derjenigen, die ungläubig sind, böse betroffen sein. Und es wird gesagt werden, das ist das, was ihr stets herbeizurufen wünschtet. Sag, was meint ihr, wenn Allah mich und wer mit mir ist, vernichten oder wenn er sich unser erbarmen sollte, wer wird dann den Ungläubigen Schutz vor schmerzhafter Strafe gewähren? Sag, er ist der Allerbarmer. Wir glauben an ihn, und auf ihn verlassen wir uns. Ihr werdet noch erfahren, wer sich in deutlichem Irrtum befindet. Sag, was meint ihr, wenn euer Wasser versickert sein sollte, wer sollte euch dann hervorquellendes Wasser bringen?